Hallo, liebe Studierenden, wir sind in der Aufgabe Nummer 4 und da ist das Thema Lagrange. Naja, Aufgabe 4, die ersten drei waren ja alles etwas kürzere Aufgaben, also von daher noch relativ nahe am Anfang der Klausur. Wir haben hier eine Funktion, die wir maximieren wollen, das ist einfach x plus y. In diesem Fall ist die Funktion relativ einfach gestrickt, aber die Nebenbedingung sieht kompliziert aus, nämlich e hoch x plus Alpha mal e hoch y gleich 3 mit Alpha größer 0, x ist bla bla bla. Alle Zahlen sollen größer als 0 sein. Okay, wir gucken uns mal kurz die Aufgaben an, was wir alles machen sollen. Zuerst sollen wir die Lagrange-Funktion aufstellen. Lagrange-Funktion, welchen Wert sollen wir ausrechnen? Also die Optimalwertfunktion quasi. Handelt es sich um ein lokales Minimum oder Maximum der Funktion unter der Nebenbedingung? Dann sollen wir diese Nebenbedingung skizzieren. Da gibt es 8 Punkte. Okay. Gut. Da sollen wir erstmal eine Kurvendiskussion für die Nebenbedingungen machen und dann die Höhenlinie skizzieren, die durch den stationären Punkt verläuft. Okay, da machen wir mal. Wir fangen mal damit an. Dann haben wir schon mal so ein bisschen, kriegen wir so ein bisschen ein Gefühl für diese Aufgabe. Okay, also Nebenbedingung, das ist ja e hoch x plus Alpha e hoch y gleich 3. Das gucken wir uns mal die Achsenabschnitte an. Zum Beispiel, wenn wir setzen x gleich 0, dann folgt daraus 1 plus Alpha e hoch y gleich 3. Daraus folgt, e hoch y ist gleich 2 dividiert durch Alpha. Daraus folgt, ln, ja nicht ln y, ich muss auf beiden Seiten den Logarithmus bilden. Und dann folgt daraus, y ist gleich ln von 2 dividiert durch Alpha. Oder man könnte auch sagen, minus ln von Alpha durch 2. Gut, das ist der eine Achsenabschnitt. Und der andere, dafür setze ich y gleich 0 und dann folgt daraus e hoch x plus Alpha gleich 3. E hoch x ist gleich 3 minus Alpha und dann eben dementsprechend x gleich ln von 3 minus Alpha. Und das bedeutet schon mal, dass Alpha irgendwie, es stand ja, glaube ich, da, dass Alpha positiv sein sollte. Muss auch, denn wenn Alpha negativ wäre, dann könnte ich ln von 2 durch Alpha gar nicht bilden. Also muss Alpha irgendwie im Bereich sein zwischen 0 und 3. Das steht schon mal fest. Okay, die Achsenabschnitte kann ich schon mal einzeichnen. Also wenn x gleich 0 ist, dann folgt daraus y gleich ln 2 durch Alpha. Und wenn y gleich 0 ist, dann folgt daraus x gleich ln von 3 minus Alpha. Okay. Also x gleich 0, y gleich ln 2 durch Alpha. X gleich 0. Hier ist y. Dann ist y gleich ln 2 durch Alpha. Und wenn y gleich 0 ist, dann ist x gleich ln von 3 minus Alpha. Jetzt dazwischen verläuft irgendwie die Budgetbedingung, aber wir wissen noch nicht, wie diese Funktion aussieht, ob sie links gekrümmt ist, rechts gekrümmt ist oder was auch immer. Das können wir noch versuchen herauszufinden. Hier steht ja, in welchem Bereich ist die Funktion, also diese Nebenbedingung y als Funktion von x, streng monoton steigend oder fallend und wie ist sie gekrümmt? Okay, das rechne ich mal aus. Also es ist ja e hoch y ist gleich 3 minus e hoch x dividiert durch Alpha. Daraus folgt, y ist gleich ln von 3 minus e hoch x dividiert durch Alpha, Klammer zu. Jetzt habe ich die Funktion nach y aufgelöst. Wenn ich jetzt zum Beispiel x gleich 0 einsetze, dann kommt eben raus ln 2 durch Alpha und das ist ja genau der Punkt, den wir auch schon ausgerechnet hatten als Achsenabschnitt. Man hätte natürlich diese Aufgabe, die ich jetzt hier gerade so ausrechne, auch genauso gut mit impliziten Funktionen lösen können. Das wäre auch möglich gewesen.
y' ist dann gleich innere Ableitung. Jetzt muss man sich allerdings ein bisschen konzentrieren, denn diese innere Funktion ist ja gleich minus e hoch x durch Alpha und die Ableitung davon, also 3 minus e hoch x durch Alpha und die Ableitung davon ist wiederum auch minus e hoch x dividiert durch Alpha mal der äußeren Ableitung und das ist der Kehrwert. Das ist Alpha dividiert durch 3 minus e hoch x. Das Alpha fällt raus. Das ist auch nicht so verwunderlich, denn das hätte man auch schreiben können als ln von 3 minus e hoch x minus ln Alpha. Hätte man genauso schreiben können. Und dann fällt natürlich das ln Alpha, kürzt sich direkt raus. Und es kommt dann eben raus. Das ist gleich minus e hoch x dividiert durch 3 minus e hoch x. Man könnte jetzt noch ein bisschen ein bisschen vereinfachen oder das durch das e hoch x nochmal dividieren oder so. Wir wollen ja jetzt letzten Endes wissen, ist das ganze Ding positiv oder negativ? Und y', wir wissen ja auf jeden Fall, dass x überhaupt nur sinn, also das ist in unserem, das x muss ja kleiner als ln von 3 minus Alpha sein. Oh, das hilft uns gerade nicht weiter. Ja, im Prinzip schon. Das x liegt ja irgendwo zwischen 0 und ln von 3 minus Alpha. Und das Alpha liegt ja zwischen 0 und 3. Das heißt also, ln von 3 minus Alpha, das liegt auch irgendwo zwischen 3 minus Alpha auch zwischen 0 und 3. Und der Logarithmus davon ist dementsprechend, das gleicht sich ja aus mit der e-Funktion hier. Das heißt also, hier habe ich eine Zahl, die liegt irgendwo, diese Zahl liegt irgendwo zwischen 0 und 3. Und das heißt, ich habe hier 3 minus eine Zahl, die zwischen 0 und 3 liegt. Und das ist also eine positive Zahl. Und daraus folgt, das ganze Ding hier ist also negativ. Aufgrund dessen, weil eben gilt, x Element zwischen 0 und ln von 3 minus Alpha. Okay. Gut, da ist es jetzt tatsächlich so, ich argumentiere noch mal kurz in der anderen Farbe, das hätte man mit impliziten Funktionen leichter rauskriegen können, denn wenn ich diese Funktion mir oben angucke, e hoch x plus Alpha e hoch y gleich 3, wenn ich die jetzt ableite, dann steht da ja wiederum e hoch x plus Alpha y' e hoch y gleich 3 und gleich 0, Entschuldigung, gleich 0. Und daraus folgt, y' ist gleich minus e hoch x durch Alpha e hoch y. Und damit weiß ich ja, weil e hoch x, e hoch y alle positiv sind, ist das ganze Ding negativ. Das heißt, da wäre ich mit impliziten Funktionen tatsächlich viel schneller zum Ziel gekommen, als das explizit auszurechnen. Ja, jetzt haben wir halt beides gemacht. Okay. Zweitens, soll ich jetzt nochmal gucken, wie die Funktion gekrümmt ist? Tja, soll ich da vielleicht auch mal kurz schauen, ob ich mit impliziten Funktionen schneller zum Ziel komme? Mache ich mal und dafür leite ich diese Funktion hier ab, dann ist es nämlich e hoch x plus Alpha y2' e hoch y plus Alpha y' nochmal y' e hoch y gleich 0. Daraus folgt Alpha y2' e hoch y ist gleich minus e hoch x minus Alpha y' in Klammern zum Quadrat e hoch y. Und y' zum Quadrat, das ist ja e hoch x dividiert durch Alpha e hoch y zum Quadrat. Das heißt, da kann man dann ein bisschen was rauskürzen. Gleich minus e hoch x minus das
Alpha durch Alpha Quadrat. Das bleibt dann stehen 1 durch Alpha. E hoch x zum Quadrat bleibt oben stehen. E hoch 2x wird da raus. Und unten steht dann ein, oder ups, e hoch y, weil es sich einmal herausgekürzt hat. Okay, und das wäre dann Alpha y2'. Und wenn ich dann durch Alpha y2' teile, entsteht hier noch das hier ein Quadrat und hier auch nochmal ein Quadrat. Und das wäre dann y2'. Gut, und das ist gleich minus e hoch x, Klammer auf, 1 plus e hoch x dividiert durch Alpha Quadrat e hoch 2y, Klammer zu. Ja, und das ist natürlich positiv, e hoch x ist auch positiv, das ganze Ding ist also negativ. Das heißt also, y2' ist negativ. Und damit kann ich einigermaßen die Funktion einzeichnen. Ich weiß also, sie ist monoton steigend und die Krümmung ist auch negativ. Das heißt, ich habe eine konkave Funktion. Das heißt, es könnte so ungefähr aussehen. Das heißt, das hier ist meine Nebenbedingung. Okay. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass meine Zielfunktion ist ja x plus y. Das heißt also, meine Höhenlinien sind einfach solche Äquidistanten. Das könnte zum Beispiel die Einser, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer. Das könnten zum Beispiel diese Höhenlinien sein. Ist jetzt schwer, so allgemein einzuzeichnen. Deswegen mache ich mal die Zahlen hier lieber wieder weg, um dahinter nicht irgendwie was Falsches vorzugaukeln. Aber ein wichtiger Punkt ist halt, das sind die Höhenlinien und die steigen nach da in diese Richtung an, f von x plus y. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass, also man kann schon so ein bisschen was ablesen, nämlich dass, wenn wir hier einen Optimalpunkt finden, dann wird es sich da wahrscheinlich um ein Maximum handeln. Und das Minimum wird wahrscheinlich am Rand sein. Also könnte das aussehen, aber es kann natürlich auch ein bisschen darauf ankommen, wie letzten Endes das Alpha liegt. Denn ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass diese Linien so ein bisschen steiler verlaufen oder ähnliches. Das können wir gleich noch ausrechnen. Aber ich finde, wir sind jetzt mit der Grafik schon relativ weit und haben uns die ersten 8 Punkte schon verdient und haben, naja, schon ist gut. Ne? Ich meine, wir haben jetzt auch schon ein Stückchen gerechnet. Aber wir haben sie uns auf jeden Fall verdient und haben jetzt eigentlich, wir wissen auch schon einiges über die Aufgabe. Das heißt, jetzt können wir wahrscheinlich den Rest relativ schnell lösen. Also stellen Sie die Lagrange-Funktion auf, L gleich x plus y minus Lambda mal e hoch x plus Alpha e hoch y minus 3, del L nach del x ist gleich 1 minus Lambda e hoch x soll bitte schön gleich 0 sein. Del L nach del y ist gleich 1 minus Lambda Alpha e hoch y soll auch bitte schön gleich 0 sein. Hier oben raus folgt, dass Lambda ist gleich 1 durch e hoch x. Hier unten raus folgt dann, dass 1 minus Lambda nicht, Entschuldigung, minus Alpha, das Lambda ersetze ich jetzt ein, also e hoch y dividiert durch e hoch x ist gleich 0 und daraus folgt schon bereits, dass Alpha e hoch y gleich e hoch x ist. Meine Nebenbedingung ist noch zusätzlich e hoch x plus Alpha e hoch y gleich 3. Daraus folgt, e hoch x, hatten wir gesagt, ist ja gleich Alpha mal e hoch y. Also steht da Alpha mal e hoch y plus nochmal Alpha mal e hoch y ist gleich 3. Und daraus folgt, e
hoch y ist gleich 3 halbe und daraus folgt, y ist der Logarithmus von 3 halbe. Habe ich jetzt was vergessen? Ah ja, das Alpha habe ich natürlich vergessen. Es verschwindet ja nicht einfach so. Gleich 3 durch 2 Alpha, also Logarithmus von 3 durch 2 Alpha. Okay, und wie sieht es dann mit meinem x aus? Es ist ja Alpha e hoch y. Alpha e hoch y, das ist ja gleich e hoch x. Das ist dann gleich 3 halbe. Daraus folgt dann x ist gleich ln 3 halbe. Das ist ein fester Punkt, der sich nicht variieren lässt. Okay, Sternchen dran. Und die beiden Punkte merke ich mir. X ist ln 3 halbe und y ist ln 3 durch 2 Alpha. Trage ich mal direkt ein. Hier, x ist ln 3 halbe und das hier ist dann ln 3 durch 2 Alpha. Gut, jetzt soll ich noch die Optimalwertfunktion ausrechnen. War ja die Frage, welchen Wert hat f von x an diesem Punkt? Naja, das ist dann f von x, y ist ja gleich x plus y. Das ist dann gleich ln 3 halbe plus ln von 3 durch 2 Alpha. Und das kann ich jetzt mittels der Logarithmusgesetze, denn es gilt ja ln a plus ln b gleich ln ab. Wie Sie alle wissen, ist das ja also gleich ln von 3 mal 3 ist 9, dividiert durch 4 Alpha. Okay, und jetzt soll ich halt gucken, handelt es sich bei diesem stationären Punkt um ein lokales Minimum oder Maximum der Funktion unter den Nebenbedingungen? Was ist denn das globale Minimum, das globale Maximum? Tja, ln von 9 durch 4 Alpha trage ich mal ein. Oder beziehungsweise ich kann es auch erstmal abstrakt rechnen, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Also ln neun durch 4 Alpha. Und wir hatten ja noch zwei Randwerte ausgerechnet. Wo war es denn? Noch weiter unten. Die Randwerte. Da ist es ja so. Wo ist es denn? Hier, genau. Y gleich ln von 2 durch Alpha. Und ln von 3 minus Alpha. Das ist dann ja gleichzeitig, weil der f ist ja gleich x plus y. Das heißt, wenn also x gleich 0 ist und y gleich ln von 2 durch Alpha, dann ist der Funktionswert f auch gleich ln von 2 durch Alpha. Also schreibe ich mir die Werte auch hin. Ln 2 durch Alpha und hier ln von 3 minus Alpha. Und ich will jetzt letzten Endes wissen, welcher von diesen Werten ist der größte? Okay. Gut. Und welches ist der kleinste? Gut. Ich schreibe das mal doch ein bisschen als schönen Bruch. Dann 9 durch 4 Alpha. Und das ist dann 2 durch Alpha. Nicht, dass man dahinter durcheinander kommt. 2 durch Alpha. Und 9 durch 4 ist ja auf jeden Fall gleich 2,25. Also steht da oben 2,25 durch Alpha und unten steht 2 durch Alpha. Und 2,25 ist größer als 2, also weiß ich, das ist größer. Was ist denn größer? 2 durch Alpha oder 3 minus Alpha? Das vergleiche ich mal kurz. 2 durch Alpha ist größer als 3 minus Alpha. Genau dann, wenn 2 größer ist als 3 Alpha minus Alpha Quadrat. Und das ist genau dann, wenn Alpha Quadrat minus 3 Alpha
plus 2 Konzentration größer als 0 ist, indem ich es auf die andere Seite gebracht habe. Jetzt habe ich das Quadrat hier vergessen. Okay. Das ist gleichbedeutend mit Alpha minus 1 mal Alpha minus 2 ist größer als 0. Und das ist gleichbedeutend mit Alpha größer 2 oder Alpha kleiner als 1. Okay, das ist das. Die erste Überlegung zu der Frage, vielleicht ist es besser, ich mache das mal umrahme das mal in einer anderen Farbe, um deutlich zu machen, sagen wir mal in Pink. Also hier geht es um die Frage, was ist von den beiden Dingern größer? Und jetzt mache ich das nochmal für die zweite Unterscheidung. Also 9 dividiert durch 4 Alpha ist größer als 3 minus Alpha, genau dann, wenn 9 größer ist als 3 mal 4 Alpha, das ist 12 Alpha minus 4 Alpha Quadrat, genau dann, wenn 4 Alpha Quadrat minus 12 Alpha plus 9 größer als 0 ist. Und das ist gleichbedeutend mit Alpha Quadrat minus 3 Alpha plus 9 Viertel größer als 0. Und das ist gleichbedeutend mit, jetzt habe ich beides durch 4 dividiert, beide Seiten. So, das ist eine. Jetzt wende ich die PQ-Formel an und zerteile in zwei Faktoren. Beziehungsweise es ist gar nicht richtig die PQ-Formel, sondern eher die zweite binomische Formel. Denn 9 Viertel, das ist ja eine Quadratzahl, das ist ja 3 halbe zum Quadrat und 3 ist ja das Doppelte von 3 halbe. Das heißt, das, was hier steht, ist im Prinzip Alpha minus 3 halbe in Klammern zum Quadrat ist größer als 0 und das ist natürlich immer der Fall. Okay. Und immer. Das heißt also, ich umrahme das mal in einer anderen Farbe, in Orange. So, dieses größer als 0 konnte man gerade noch gar nicht sehen. So in Orange um. Ah, was ist jetzt da passiert? Da ist es wieder. In Orange umrandet. Und da geht es um die obere Ungleichung. Und wir haben eben herausbekommen, dass der Logarithmus von 9 durch das 9 durch 4 Alpha immer größer ist als 3 minus Alpha. Und damit haben wir da ein größer Zeichen. Okay. Tja. Also haben wir jetzt das ganze Dreieck hier gelöst, nämlich 2 Alpha ist größer als das andere. Das ist größer, falls Alpha größer 2 oder Alpha kleiner 1 ist. Okay, also wissen wir das Maximum. Ist immer, meine ich jetzt, schreibe ich wieder in blau, das Maximum ist immer gleich ln 9 durch 4 Alpha. Das heißt, das ist immer im Inneren. Aber welcher der beiden Ränder jetzt der größere ist, hängt davon ab, ob je nach Wahl von Alpha. Kann der X-Achsenrand oder der Y-Achsenrand größer sein? Okay. Eine Sache kann ich noch mit berücksichtigen. Das ist alles, weil das Alpha nicht gegeben ist, ist die ganze Sache
relativ abstrakt, aber eine Sache kann ich mich noch fragen, nämlich ist überhaupt dieses Y, ist es überhaupt positiv oder ist es negativ? Und die Antwort ist, mache ich vielleicht auch mal mit einer anderen Farbe, so, Pink hatten wir schon. Das ist positiv. Falls Alpha kleiner ist als 2/3. Und dieses hier ist positiv, falls Alpha kleiner ist als 4/9. Das hier ist 0, Periode 6. Und 4/9, ein Neuntel ist ja 0, Periode 11. Also 4/9 ist dann 0, Periode 4. Jo. Ja, so ist es. Das heißt also, wir müssen, so, um eine innere Lösung zu haben, sowieso annehmen, dass Alpha kleiner ist als 0, Periode 4. Und wenn das der Fall ist, dann gilt natürlich auch hier, dass dieses Alpha kleiner als 1 ist. Und in dem Fall ist es so, dass falls ich überhaupt eine innere Lösung habe, dann ist Alpha kleiner als 1 und dann ist dieses Ln von 2 durch Alpha eben auch das Maximum. Und falls ich aber gar keine innere Lösung habe, dann kommt es auf das Alpha an, welches von diesen beiden überwiegt. Wäre jetzt meine Lösung. Okay, jetzt haben wir im Prinzip auch schon fast die ganze Aufgabe gelöst. Funktion haben wir skizziert. Das haben wir eingezeichnet. Man kann sich jetzt noch fragen, welche Höhenlinie das ist, zu welchem Niveau. Das Niveau haben wir ja schon ausgerechnet. Das ist also die Höhenlinie zu x plus y ist gleich der Logarithmus von 9 dividiert durch 4 Alpha. Gut, jetzt gelte die Nebenbedingung g von xy gleich e hoch x plus Alpha e hoch y größer gleich m mit m gleich 3. Was sind Minimum und Maximum unter dieser Nebenbedingung? Begründen Sie die Antwort. Also jetzt soll das größer gleich 3 sein. Das heißt also, ich bin in diesem gesamten gelben Gebiet hier. Und was ist dann das Maximum? Das Maximum ist dann unendlich groß. Und was ist das Minimum? Das Minimum liegt auf jeden Fall in einer dieser beiden Ecken. Und da habe ich wieder den gleichen Vergleich wie eben, je nachdem, ob das Alpha zwischen 1 und 2 liegt oder nicht, liegt mein Minimum halt in der einen oder in der anderen Ecke. Okay, mal gucken. Es gilt jetzt umgekehrt, Nebenbedingungen mit kleiner gleich m, das ist nämlich meine andere Farbe dafür, hier so ein Peach, kleiner gleich m. Das heißt, ich bin jetzt auf dieser Seite. Was ist dann mein Maximum und mein Minimum. Das Maximum. Ich versuche ja mit meiner Höhenlinie so weit nach außen wie möglich zu kommen. Das heißt, das Maximum ist das gleiche, was ich vorher auch schon ausgerechnet hatte. Aber das Minimum in diesem Fall ist natürlich hier unten in der Ecke gleich 0. Kleiner als 0 kann es ja nicht werden. Kleiner kann ich ja nicht werden, denn ich optimiere ja nur im ersten Quadranten. Also Minimum gleich 0 und das Maximum, das, was wir vorher auch schon ausgerechnet hatten. Okay, das heißt, man sieht in diesem Fall wieder,
dass, was wir schon häufiger gesehen haben, wenn wir den Lagrange-Algorithmus gelöst haben für bindende Nebenbedingungen, also für Gleichheitszeichen in der Nebenbedingung, dann sind die beiden Aufgaben jeweils für größer gleich oder kleiner gleich. Da muss man dann im Prinzip sich eine Skizze machen und überlegen, welcher Fall tritt denn jetzt eigentlich ein. Aber dann muss man im Normalfall eigentlich gar nichts mehr rechnen. Gut, damit ist die Aufgabe gelöst. Meiner Meinung nach eine etwas knifflige Aufgabe, wenn man sie komplett korrekt lösen will. Aber ich kann Ihnen nur sagen, in der Klausur hat fast keiner die Aufgabe komplett gelöst, so wie ich sie jetzt gelöst habe. Und es war eher so eine Aufgabe vom Typus, zeigt mal, was ihr könnt und rechnet mal, soweit es geht. Ja. Denn zum Komplettlösen ist es in der Zeit ein bisschen knifflig, aber dann hat man eben, auch wenn man die Lösung nicht komplett hatte, aber schon große Teile davon oder gute Überlegungen hatte, dann auch die volle Punktzahl bekommen oder einen sehr großen Anteil von der vollen Punktzahl. Und das ist ja das Wichtigste. Das heißt also, es kann durchaus Aufgaben mal geben in der Klausur, die nicht so leicht komplett durchzulösen sind, aber das ist letzten Endes nicht unbedingt ein größeres Problem. Was auch wichtig zu bedenken ist, ist, dass auch wenn die Aufgabe nicht so leicht komplett zu lösen war, ein großer, also ein groß ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber hier die Lagrange-Funktion aufzustellen, das war ja nicht ganz so kompliziert, Optimalwertfunktion auszurechnen, auch nicht so kompliziert und dann mit dem Minimum Maximum, da hätte man jetzt dann noch so ein bisschen über die Konvexität argumentieren können und dann wäre man schon auf einen großen Teil der Lösung gekommen. Okay, das ist ein wichtiger Punkt, denn Grundregel ist ja immer in der Klausur einfach alles hinschreiben, was man weiß, was man denkt, das richtig ist und wenn man nicht alles hat, ist es keine Katastrophe, denn genauso sind die Klausuren halt konzipiert. Es ist sehr, sehr schwierig. Meistens gibt es in den Klausuren nur zwei, drei Leute, die alles haben. Und wenn sie sagen, zu denen will ich gehören, dann müssen sie natürlich das alles sich angucken und sagen, jo, wäre ich auch selber drauf gekommen. Aber müssen nicht alle Studierenden zugehören. Man kann auch einfach nur 90% haben oder auch 80. Das ist auch schon ganz gut.